Heute sprechen wir ja zum Thema James Bond ist passé. Der ist out. Huh? Ja, was heißt das, wenn der gute alte James Bond, der so große Vorlieben hatte für gefährliche Wagnisse, für hübsche Frauen, wenn der nun plötzlich out ist, heißt das, dass die Zeiten der aufwendigen, risikobeladenen Spionage jetzt vorbei sind, dass die passé sind? Und wenn das passé ist, was ist dann in? Wenn das virtuose Können eines James Bond nicht mehr gefragt ist, nicht? Wir erinnern uns alle, wie der alles konnte und gemacht hat, und das ist nicht mehr gefragt. Was ist dann gefragt? Die Antwort ist einfach: Es sind die Wanzen und es sind die Datenlieferanten. Und das Interessanteste daran ist, die Wanzen, die kaufen wir uns selber, die hängen wir uns um, die nehmen wir im Hosensack mit, die haben wir immer bei uns. Das ist das Neue. Der Herr James Bond haben wir jetzt im Hosensack bei uns. Ja, also natürlich, wir haben das Handy, wir haben das Auto mit dem GPS, wir haben den PC, der uns ununterbrochen ortet, wir haben den Rauchmelder im Raum, der uns abhört und allenfalls auch ortet. Dann haben wir die Fitnessuhr, die unsere Gesundheitsdaten liefert. Ganz intime Informationen über unseren Gesundheitszustand, unsere Leistungsfähigkeit, all das liefern wir ganz freiwillig immer wieder ab. Wir haben unsere Kreditkarte, über die werden unsere Lebensgewohnheiten detailliert erfasst. Ja, wir sind wirklich rundum überwacht. Und für eine Rundumüberwachung benötigen wir nicht einmal so praktische Helfer wie das Amazon Echo. Haben Sie schon mal davon gehört, von diesem netten Helfer, der auf den Namen Alexa hört? Dem können Sie rufen und sagen: Lass die Store runter, lösch das Licht aus, ich möchte etwas Radio hören, macht er alles. ist ein Spielzeug. Aber der Alexa ist natürlich nicht für die paar wenigen Finanzkräftigen, die das sich leisten können. Das ist nur eine teure Einrichtung, oder? Muss die Software dauernd ersetzen und wieder Update bringen. Aber auch die Anschaffung ist natürlich nicht ganz billig. Aber Alexa ist sicher nicht für diese Klientel geschaffen worden. Das ist Das hat eine andere Funktion und Aufgabe, das ist sicher militärisch ausgerichtet und wird dann in unseren Haushaltungen bei denjenigen, die sich diesen Luxus leisten wollen, erprobt. Ja, wir haben Big Brother unter uns. Und in diesem Zusammenhang darf ich Sie doch auf unser Bulletin aufmerksam machen. Wir haben darin einen Artikel. Big Brother ist wirklich der in Brite, wo aufgezeigt wird, wie in England die Straßenüberwachung allumfassend ist, wo aufgezeigt wird, dass in China eine allumfassende Straßenüberwachung ist. Bei diesen Kameras ist so, dass die Gesichtserkennung drin haben, also wenn sie einmal durchgelaufen sind, dann wissen sie am nächsten Tag, das ist derselbe. Auch wenn sie an einem ganz anderen Ort auftauchen, sie sind sofort vernetzt und im System integriert. Da ist unsere Präsenzliste, das können Sie vergessen. Also, es hat ja viele, die große Angst haben vor unserer Präsenzliste. Aber wenn Sie das mal lesen, Big Brother ist wirklich ein Brite,
dann sehen Sie, das sind Welten dazwischen, oder? Das sind wirklich Welten. Das sind Gefahren, nicht unsere Präsenzliste. Wobei ich allen danken möchte, die sich da eingetragen haben. Ja, nachdem alles so überwacht ist, da wäre ja eigentlich für die Mächtigen dieser Welt wirklich alles Eierkuchen und Freude und weiß was, oder? Es gäbe eigentlich nichts, was noch mehr gemacht werden müsste, außer es wären da nicht ein paar so blöde Störefriede. Es gibt da so Typen, die verbreiten Fake News. Ja, haben Sie sicher auch schon gehört. Da lesen Sie in der Zeitung, in der Schweiz, die Schweizer Presse schreibt dann, die Schweizer Presse verbreitet keine Fake News. Aber es gibt da solche, die das machen. Da war dann eine Konferenz in Davos, im WEF. Und am WEF, da hat dann Frau Merkel gemeint, die Politik müsse sich doch etwas mehr um die Digitalisierung kümmern. Sie hat dann die Fake News gedacht. Und Herr Kollege Macron hat dann nachgedoppelt und gemeint, man müsse die Digitalisierung staatlich regeln und eine EU-Behörde einrichten, die das auch gehörig überwacht. Auch dazu finden Sie in unserem Bulletin einen interessanten Artikel. Einerseits meinen Leitartikel, dann aber auch das Wahrheitsministerium gegen Fake News, haben wir einen Artikel da drin, in unserem Bulletin. Beide Artikel sicher sehr lesenswert. Aber wenn wir jetzt von Fake News sprechen, hallo, wer verbreitet die Fake News? Oder wo? Wo erfahren wir etwas völlig Verrücktes, das uns aufhetzt, das uns in den Krieg hetzt? Wo sind da die Fake News? Ist das, wenn wir jetzt über das Thema sprechen, sind das die Fake News? Oder wo sind die Fake News eigentlich? Das müssen wir uns schon sehr genau überlegen. Natürlich die Seite von Frau Merkel und Herr Macron, die sehen die Fake News bei uns. Und wir sehen die an einem ganz anderen Ort. Wenn es um Regulierung, also staatliche Wahrheitskommissionen und so geht, dann sind wir sehr nahe, Entschuldigung, ich mache einen Unterbruch, wir werden begrüßt von den Jägern des Kantons Zürich. Die Jäger des Kantons Zürich, die haben eine Veranstaltung hier, weil im Kanton Zürich die Jagd abgeschafft werden soll. Das soll dann offensichtlich dem Staat übertragen werden. Also die spielen jetzt für uns, genießen wir das. Ja, zurück zur Regulierung. Zur Regulierung des Internets, unserer Daten, die hin und her gehen. Da ist Google, Twitter an vorderster Stelle. Ein schönes Beispiel, wie unsere Daten irgendwie organisiert oder je nach Wunsch in die Gegenwart geholt wird oder werden oder in den Hintergrund gedrückt werden. Dazu finden Sie ebenfalls ein deutliches Beispiel in unserem Bulletin.
Und zwar Algorithmen steuern politische Zensur. Das ist dieser Artikel. Algorithmen steuern politische Zensur. Da wird aufgezeigt, wie über Stichworte im Internet gewisse Artikel aussondiert werden, nach unten gedrückt werden. Das heißt, wenn Sie bei der Suchmaschine das Stichwort eingeben, dann werden Sie diesen Artikel, der nicht erscheinen soll, den werden Sie auf Seite 349 finden. Und der Artikel, der von Google oder Twitter gewünscht ist, werden Sie auf Seite 1 zu oberst finden. Das ist ein Verein in den USA, der hat verdeckte Aufnahmen gemacht mit Mitarbeitern von diesen Firmen. Und die haben dann ausgesagt, ja, öffentlich kann man das natürlich nicht sagen, da würde unsere Firma dann schlecht ausschauen, oder? Also so etwas sagt man. Aber unter der Hand, so ist das ganz klar, dass das gemacht worden ist. Zum Beispiel haben sie gesagt, ja, wenn du da gegen Trump bist, dann hast du den natürlich den seinen Mist hast du da verschwinden lassen. Das finden Sie hier in unserem Bulletin, also das ist sicher ein sehr lesenswertes Bulletin. Das möchte ich Ihnen damit gerne ans Herz legen, auch Sie auffordern, das mitzunehmen und weiter zu verteilen. Wenn Google und Twitter versagen, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir uns gegenseitig denunzieren. Das ist auch ein sehr probates Mittel. Sie finden auf vielen Homepages finden Sie die Möglichkeit, jemanden oder das anzumelden. Hier ist etwas, das nicht sich gehört. Das sollte gelöscht werden oder unsichtbar gemacht werden. Ich möchte hier ein Beispiel von Bürger für Bürger kurz erwähnen. Bürger für Bürger macht ja E-Mail-Versende. Ich nehme an, dass Sie auch schon von uns ein E-Mail erhalten haben. Das sind jeweils größere Versende natürlich. Das sind mehr als 20, das sind mehr als 100, das sind mehr als 1000. Das ist eine größere Menge von E-Mails, die wir da rauslassen und unsere Informationen verbreiten. Und das gefällt nicht allen. Das gefällt natürlich bei weitem nicht allen. Und da kommen sofort Meldungen an unseren Provider, an unsere Anbieter, der unsere E-Mails dann ins Netz weiterschickt. Und diese Meldungen, das sind nicht Menschen, die sagen, du, da ist einer, die sagen, hier ist ein Schweinehund. Und wenn ihr diese Schweinerei weiter verbreitet, dann werden wir das an die Presse bringen und ihr werdet große Schwierigkeiten erhalten. Das wollen die nicht. Dann haben wir die Schwierigkeit. Bei uns wird abgestellt. Unsere Meldungen, die gehen nicht mehr raus. Wir sind einfach, oh, das ist auch also eine Möglichkeit. Also mit Denunziation ist ein sehr probates Mittel, um unliebsame Informationen verschwinden zu lassen. Und hier einen Ausweg zu finden, das wird eine interessante Aufgabe sein. Ja, das ist natürlich Zensur, das ist ein Machtkampf, der hier tobt, wo überwacht wird, da stirbt die Freiheit, wo überwacht wird, da wird abgestraft zum Beispiel bei uns, indem wir nicht mehr weiter versenden können, abgestraft indem dass sie ihren Beruf, nicht den Beruf, aber die Arbeitsstelle verlieren. Oder wenn sie sich konform verhalten, dann steigen sie die Karriereleiter hoch und haben etwas mehr Einkommen. Das ist die Art und Weise, wie es bei uns funktioniert.
In China soll es so sein, dass auch die Studienplätze vergeben werden, dass sie ein Flugticket erhalten, wenn sie genügend Punkte, Pluspunkte haben, oder kein Flugticket, also nicht reisen können. So, solche Sachen sind da, um uns gefügig zu machen, um uns das so zu konditionieren, wie die Mächtigen der Welt das gerne haben möchten. Wir sind ja heute nicht zusammengekommen, um miteinander all diese Gefahren zu überlegen. Ich habe mir einfach erlaubt, das kurz so etwas zu skizzieren, so aufzuzeigen, wo die Gefahren überall lauern. Wir sind gekommen, um uns ein umfassendes Bild auch zu machen über die Möglichkeiten, um uns hier etwas zu schützen, um ungestörter im Netz verkehren zu können. Und dazu würde ich doch gerne unseren beiden Referenten, das ist Herr Vital Burger. Herr Vital Burger, er ist Präsident des Freundeskreis Schweiz-Iran. Er ist Spezialist für Hintergrundberichte. Er ist in verschiedenen einschlägigen Organisationen, die Fake News verbreiten, tätig, wie Schall und Rauch oder solche. Auf der anderen Seite haben wir Herrn Robert Vogel. Robert Vogel ist Verschlüsselungsspezialist. Er wird Ihnen die Enigma-Box vorstellen. Und ich möchte Sie bitten, diese beiden Referenten mit einem großen Applaus ganz herzlich willkommen zu heißen. So. Guten Tag, meine Damen und Herren. Recht herzlichen Dank, dass Markus uns eingeladen hat. Wir haben heute einen besonderen Tag. Erstens einmal ist es schönes Wetter. Danke, Markus, dass du das organisiert hast. Du hast auch den Frühling geholt. Zum Zweiten haben wir gute Nachrichten aus Syrien. Diese Terroristentasche, die uns noch Sorge bereitet hat, ist eliminiert. Und wir gehen ja morgen nach Syrien, um uns ein Bild von Ort zu machen. Es gibt da mutige Schweizer, die mitkommen wollen, eben auch keine Fake News mehr ertragen, sondern mit eigenen Augen und eigenem Gaumen Syrien erfahren werden. Und zum Dritten möchte ich ganz herzlich Mark Zuckerberg danken. Mark Zuckerberg hat diese Woche seine Maske fallen lassen. Das macht man ja normalerweise erst kurz vor dem Tod. Und er hat gezeigt, was Facebook eigentlich wirklich ist. Und es ist immer schön, ich sage immer, Deutsch ist eine ganz präzise Sprache. Gesichtsbuch auf Deutsch. Und wo braucht man Gesichtsbilder? Erinnert dich noch an die alten Westernfilme? Wanted. Wenn man jemanden sucht, wenn man eine Person sucht, dann braucht man das Gesicht. Und nichts anderes ist das Facebook von heute. Das war nie ein soziales Medium, sondern es war von Anfang an und ist es auch heute noch ein militärisches Instrument. Deshalb auch dieser Titel James Bond ist passé. All diejenigen, die Leute, die glauben, Facebook das sei ein Philanthrop, der Gutes für die Menschheit tun will, da muss ich Sie leider enttäuschen. Genau gleich wie für Google. Woher kommt Google? Wer hat die Anschubfinanzierung für Google gemacht? Und wenn Sie das mal sehen, finden Sie eine Firma, die heißt DARPA. Und DARPA ist eine Organisation von CIA und die haben das angemacht, weil es ist ganz einfach, wenn Sie zum Beispiel morgen etwas suchen auf Google, ist doch das interessant, das ist eine wertvolle Information. Was suchen Sie? Man muss sich einfach von dem Irrglauben lösen, dass diese sogenannten sozialen Medien oder diese Hilfsmittel wie Twitter, Instagram etc., Skype, übrigens Skype, da muss ich Ihnen etwas sagen, diese Woche habe ich erfahren, dass das Bundesamt für Migration alle Telefonate über Skype macht.
interne Telefonate über Skype. Und wissen Sie, wohin Skype geht? Das kann dann der Robert sagen mit dem, wir haben ein schönes Tool entwickelt, die Wodka-Box, Pravda-Box, sorry, Pravda-Box. Und da sehen Sie dann sofort, wenn Sie irgendetwas eingeben, wohin das geht. Wir zeigen es uns Ihnen dann nachher. Wieso die ganze Überwachung? Ist das neu? Nein. Ich war von 1990 bis 2005 jeden Winter in Los Angeles. Das ist da in dem Teich beim großen Bruder. Und da war es mir aufgefallen, dass die Telefonrechnung von AT&T durch eine israelische Firma gemacht wurde. Trotzdem konnte ich noch nichts damit anfangen. Wieso macht eine israelische Firma die Telefonabrechnung von AT&T, also diese amerikanische Telefonfirma? Heute ist mir das klar. Es geht nicht darum, was wir miteinander reden, sondern wer mit wem redet. Das ist die viel wichtigere Information. Also Sie sehen, die Überwachung ist schon alt. Diese Fischenaffäre heute, da lachen wir nur drüber. Das ist eigentlich im Prinzip, das sind die Kinderschuhe der Überwachung. Heute haben wir auch dieses Ding da, Entschuldigung. Ich habe nur das da, habe kein sogenanntes Smartphone, weil ich finde die Smartphones überhaupt nicht smart für mich. Markus hat es angetönt, ich bin Rechtsanwalt und Ökonom. Und ich habe ein paar Handyfälle vertreten vor Gericht und immer hat der Richter ganz komische Urteile gefällt. Aber normalerweise hat man da noch vernünftige Sachen gehabt, aber sobald es um Mobilfunk geht, war es da komisch. Und dann bin ich in den Verein Gigahertz eingetreten mit eins im Vorstand. Wir kümmern uns um die ganzen Handystrahlen. Und mir ist es heute klar, das Telefonieren, das Sie und ich gebrauchen hier, ist ein Nebenprodukt. Das Hauptprodukt ist die Überwachung. Man kann mit den sogenannten Cellphones, darum heißt es auch Zellentelefone, kann man jeden Bürger bis auf Meter genau orten. Man sieht, wohin er geht, was er macht, mit wem er sich trifft, weil man kann verschiedene Handys dann lokalisieren. Zum Beispiel heute Morgen konnte man sehen, dass der Robert Vogel, ich und ein Kollege von Luzern zusammen nach Ilgau gefahren sind. Also ganz einfach. Und das Verrückte ist, die modernen Telefone, da kann man den Akku nicht mehr herausnehmen. Das ist auch bewusst, dass man diese Dinge nicht mehr abschalten kann. Der einzige Schutz wäre noch, den Akku rauszunehmen. Also man hat diese Überwachung auch von dieser Seite. Und das ist mir klar. Man kann die Leute auf verschiedene Art und Weise überwachen. Jetzt ist einfach die Frage, wollen wir uns alles einfach gefallen lassen? Ich habe 1982 schon mit Computerprogrammieren angefangen, dazu mal noch Basic. Und über die Zeit habe ich dann Robert kennengelernt. Und wir haben uns vor 5-6 Jahren Gedanken gemacht über diese ganze Internet und Internetkommunikation. Und wir sind zum Schluss gekommen, wir müssen das machen, was sich immer bewährt hat, ein dezentrales System. Zentrale Systeme sind immer hackbar. Deshalb, wenn Sie irgendwelche Programme sehen oder Dienste sehen, die zentral gesteuert werden, dürfen Sie davon ausgehen, dass man die relativ einfach ausschalten kann. Und wir haben dann vor ungefähr 6-7 Jahren 2 Jahre lang gesucht nach Lösungen. Es gibt verschiedene Computerfreaks unter euch, kennen Sie Intrima, wir haben mit dem gesprochen, wir haben mit verschiedenen anderen Leuten gesprochen, wir haben Lösungen hin und her gesucht, Tests gemacht und da haben wir festgestellt, es gibt nichts auf dem Markt. Es gibt schlicht und einfach nichts auf dem Markt. Und wir wollten auch nichts, was nur softwarebasiert ist, also was nur vom Betriebssystem her gemacht werden soll. Wir wollten etwas machen, was soft- und hardwarebasiert ist. Wieso das? Ganz einfach, wenn Sie eine Software auf irgendetwas aufbauen, da wissen Sie nie, was darunter ist. Wir aber mit unserer Box wissen ganz genau, wir haben die Hardware selbst und machen die Software selbst. Das ist eigentlich im Prinzip einfach ein kleiner Computer, durch das Ganze durchgeroutet wird. Das ist einfach der Grund, wieso dass wir ein kleines
Kästchen haben und nicht irgendwo eine einfache Software wie verschiedene Anbieter, Tor etc. das suggerieren. Wir wissen, dass Tor mittlerweile eben auch verseucht ist. Das wird heute auch militärisch gebraucht und dient auch nicht zivilen Zwecken. Dem gesagt, geht es darum, jetzt heute einmal etwas vorzustellen, womit man sich effektiv schützen kann. Wieso sage ich effektiv schützen? Wir hatten kürzlich einen Vortrag von einem Ex-Mitarbeiter des Schweizerischen Geheimdienstes. Er hat in Luzern einen Vortrag gehabt bei der Armee. Wir sind da hingegangen und haben gesehen, ja, der Vortrag, ich habe dann meinem Robert einen Zettel geschrieben, hat und gibt sich Mühe. Moment, wir haben dann nachher mit ihm gesagt, so, jetzt wollen wir mit ihrem Kaffee trinken. Ist das wirklich so? Da sind wir mit ihm Kaffee getrunken gegangen und haben nur den Wort Enigma-Box gesagt, ah, die kenne ich. Und das Interessante, beim Kaffee hat er dann 180 Grad umgedreht. War sehr intelligentes Gespräch, 2 Stunden, hochinteressant und die Leute wissen, von was das sie reden. Also ich bin positiv erstaunt gewesen, wie gut unser Nachrichtendienst informiert ist. Also es gibt, man hat diesen Hintergrund. Und vielleicht noch abschließend, ganz wichtig, wir haben jetzt diese Debatte über Kampfflieger. Wir müssen unseren Luftraum verteidigen. Das erinnert mich ein bisschen wie am Ersten Weltkrieg, ob man da überlegt, wollen wir jetzt braune Pferde oder wollen wir sie weiße Pferde oder schwarze, wo die anderen schon bereits Panzer gehabt haben und Flugzeuge. Unsere echte Bedrohung heute ist nicht in der Luft. Unsere echte Bedrohung, das müssen wir sehen, ist heute ganz klar das Internet. Es werden mehr Drohnenpiloten im Internet ausgebildet im Moment als effektive Kampfpiloten. Der Krieg verlagert sich ins Netz. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns mit dem Netz und den Gefahren ganz stark auseinandersetzen. Und das Budget, das die Schweizer Armee hat von 180 Millionen pro Jahr, das ist lächerlich. Das müsste man mindestens verzehn, wenn nicht verhundertfachen. Gut, das ist die kurze Einleitung, aber ich glaube, jetzt ist der Robert dran. Und wenn es zu technisch wird, bitte, weil Robert ist Techniker, dann halten Sie die Hand auf und wenn Sie etwas nicht verstehen, sofort intervenieren. Robert, danke vielmals. Dankeschön. Okay, danke. Geht's Mikro? Gut. Also ich fange sehr unten an. Ich hoffe, es bleibt so. Wir gehen etwas zurück in die Vergangenheit zu Reis 1863. Das ist der an und für sich das Telefon erfunden hat. Sie kennen wahrscheinlich andere. Schauen, ob der geht. Jawohl. Sie kennen Graham Bell, der ist der Erfinder von Telefon, stimmt aber nicht, das ist etwas später. Es ist immer die Kommerzialisierung, die wichtig ist in dieser Geschichte. Wer ist dann bekannt worden, wer hat das Geld gemacht? Und das war natürlich damals schon sehr interessant. Warum wollte man das Telefon unbedingt haben? Da kam die Eisenbahn auf, man wollte natürlich auch Passagiere haben zum Beispiel. Man wollte eben bereits dort schon wissen, was die Leute so tun. Und was sie miteinander reden, welche Informationen sie austauschen. Das ist eine relativ alte Sache. Interessant ist auch, vorher hat es auch den Name, wie das oben steht, Gedankenübertragung gegeben. So ein Ding, das kennt ihr vielleicht. Ach, ich habe an dich gedacht und dann klingelt das Telefon und es ist tatsächlich dieser Mann dran oder diese Frau. Das hat man dann, die Gedankenübertragung, das hat man dann umgedeutet. Das wurde dann plötzlich zur Telepathie. Telepathie ist ein Wort, das tönt nicht mehr so sexy wie Gedankenübertragung. Es tönt auch so etwas kränklich. Also die Leute sind auch etwas krank, die da glauben, wir können irgendwelche Gedanken da übertragen über die Luft. Das geht gar nicht. Man braucht da Telefone zu, man braucht etwas Digitales. Also wir können ja nicht dem Nachbarn an die Türe stehen, Leute, nein, man muss das wahrscheinlich am besten über Facebook machen, über Mail oder SMS. Und das ist eine Technik, die eben uns manipuliert. Man manipuliert die Wörter, die wir brauchen. Also man macht aus Gedankenübertragung Telepathie.
1940 war dann ganz klar, mit diesen Zehnerkarten hat man eindeutig bewiesen, dass Telepathie nicht funktioniert. 100% geht nicht, alles Lug und Betrug, alles Unsinn. Aber wie das so ist, heute weiß man, diese sogenannte spukhafte Fernwirkung, die gibt es. Nur das sind dann Physiker, die das sagen müssen. Das geht natürlich nicht mehr, dass das der Nachbar sagt, ich habe an dich gedacht, das müsste der Physiker sowieso sagen, dass das funktioniert. Also Hellsehen und so weiter, die werden jetzt plötzlich wieder sehr so tauglich, aber außerhalb dem normalen Leben, das man hat. Das gehört dann in die Physik, das ist viel zu kompliziert, das komme ich nicht nach. Aber das ist dasselbe, was vorher eben diese Gedankenübertragung war. Das heißt, auch hier hat man es umgedeutet. Hier nochmal, Pathie heißt leiden. Also, telepathisch veranlagt ist eine Person, die leidet. Das geht jetzt weiter. Ihr kennt alles Wikipedia, das ist so ein Nachschlagewerk, wird teilweise sogar in der Schule gesagt, man soll da nachschauen. Das ist ja fast verbrecherisch, wenn man das sagt, weil das Ding ist ziemlich nicht komplett. Also als Beispiel Softpower. Und jetzt geht es mehr Richtung Technologie auch. Softpower ist eben die Fähigkeit, die Leute zu beeinflussen. Das ist das, was Markus gesagt hat, was Vital gesagt hat, was sie auch täglich merken. Sie werden beeinflusst. Aber sie werden nicht einfach so beeinflusst, dass einfach zufällige Artikel kommen, weil die Artikel werden ganz genau ausgewählt. Zu welchem Zeitpunkt wird da über Erdogan geschrieben? Da wird gar nichts beschrieben zum Beispiel. Jetzt ist Zuckerberg aktuell. Trump ist aktuell in seinen Wahlen, wie er jetzt gewonnen hat. Und das ist immer dann so, wenn es 20 Minuten macht, Blick macht, NZZ und alle anderen Medien auch. Und am Schluss dürfen wir noch 400 Franken dafür bezahlen, dass wir auch das SRF das noch zeigt. Hatten wir aber jetzt wieder groß entschieden, dass wir das toll finden, dass wir total manipuliert werden. Interessant ist der Wikipedia-Artikel Softpower. In Deutsch gibt es nicht. Klar, es ist ein englischer Ausdruck, aber es hat ganz viele Artikel, die eben englische Begriffe auch übersetzen und dann beschrieben. Es wird irgendwas herumgeblabert, was es ist, aber es ist tatsächlich das, was Arti, das sind halt die Russen, die das etwas besser da ausdrücken, was es definitiv sein soll. Übrigens vielleicht noch interessant, die Karte da ist da, die Hellen da, die machen Softpower. Die anderen nicht. Also ist die Meinung, wenigstens. Das geht dann weiter. Also Softpower ist ein Ausdruck. Es gibt auch sogenannte Informationsmanagement. Das ist dann bewusstes Weglassen, das kennen wir. Man redet ja nicht über Verschlüsselung oder es ist böse. Am besten redet man gar nicht darüber. Das haben wir auch gemerkt bei unseren Propagandas, die wir machen wollten. Wir hatten etwas Mühe. Also der Schweizer Fernsehen wollte auch nach der 10. Anfrage nichts tun, auch der Beobachter hatte nichts machen wollen, auch der KTIP wollte nichts machen. Und viele Zeitschriften, die was gemacht haben, die haben nachher fast eingestellt, die hatten dann Mühe. Selbst so ein Computerclub, der hat so eine Zeitschrift, die sie ab und zu mal herausgeben, die ist nie erschienen, wo der Artikel drin gewesen wäre. Also es ist ganz interessant, dass man hat irgendwie dann Angst, was zu bringen. Informationsmanagement ist eben eine umdeutende Sprache, das kennen wir, das sind eben die Fake News. Fake News sind eben die News, die wahrscheinlich stimmen. Man kehrt das einfach um. Oder eben man macht da aus Gedankenübertragung wird dann Telepathie, das ist dann schon fast kränklich. Halbwahrheiten, Lügen und das ganz Schlimme ist natürlich, aus Meinungen werden Fakten. Jemand hat gemeint, das ist das Fakt. Das heißt eben das, was jetzt passiert, Zensur. Es gibt tatsächlich jemanden auf dieser Welt, der weiß, was richtig und falsch ist. Ich bin es nicht, aber irgendwer gibt es scheinbar. Aber wir brauchen jetzt ein Wahrheitsministerium. Orwell lässt grüßen, hat es dann gegeben. Die haben wahrscheinlich einen Roman gelesen. Der jetzt entscheidet, was richtig ist und was falsch ist. Das gibt es ja gar nicht. Das müssen wir ja selbst entscheiden. Das kann uns ja niemand abnehmen, zu glauben und nicht zu glauben. Genau. Also, Beispiele für solche Sachen sind, alle Computer sind unsicher, weil die Box, das ist Esoterik, das ist Blödsinn, das funktioniert nie. Alle Verschlüsselungen können geknackt werden,
Und vor allem, wir wissen, wie die Zukunft aussieht. Wir können sie jetzt berechnen. Wir haben jetzt die künstliche Intelligenz. Das ist das Neue. Das funktioniert. Das ist übrigens, das funktioniert tatsächlich recht gut. Also darum gibt es Siri und so weiter. Also die Spracherkennungssoftware hat plötzlich funktioniert. Vorher hat es nie funktioniert. Mit künstlicher Intelligenz funktioniert das. Künstliche Intelligenz heißt nichts anderes, als dass eine riesen Datenmenge ausgewertet wird. Wie mehr Daten, desto genauer ist die Vorhersage, was dann passieren soll. Also Input, ich rede, auf der anderen Seite kommt dann etwas Geschriebenes raus. Je mehr ich rede, desto besser ist das, was auf der anderen Seite rauskommt. Desto perfekter wird das. Jetzt könnt ihr mal vorstellen, was passiert mit euren Daten. Das heißt, sie saugen euch aus. Weil sonst funktioniert die KI nicht. Die funktioniert nur mit vielen Daten. Und ihr produziert überall Daten. Aber man kann ja gar nichts machen dafür. Oder? Ich meine, die Handys, die sind ja nicht so, dass man die aus den Hosentaschen nehmen könnte. Die sind ja angewachsen. Der Akku wird auch nie leer, weil der wird automatisch eingesteckt. Das ist eine normale Handlung. Ah, nach Hause einstecken. Gut, sonst bin ich nicht mehr verbunden mit der Welt. Sonst stirbe ich, sonst existiere ich ja gar nicht mehr auf dem Netz. Und überhaupt, dann kommt wahrscheinlich die Polizei, ich habe die Daten nicht mehr. So, jetzt machen wir den Gegenbeweis. Ist tatsächlich so, dass die Computer unsicher sind? Okay, es gibt Online-Casinos und sogar Banken, die mit Computer arbeiten, habe ich gehört. Also sie haben tatsächlich nicht mehr Papier, sondern sie haben jetzt Computer. Ihr alle habt wahrscheinlich ein Konto und es hat recht gut funktioniert. Also extrem unsicher können die ja nicht sein, sonst würde das grundsätzlich nicht funktionieren. Denn was noch viel besser ist an und für sich, die Verschlüsselungen können geknackt werden. Also wir in unserer Enigma-Box brauchen die gleichen Algorithmen, wie auf Bitcoin verschlüsselt wird. Damit man nicht knacken kann, funktioniert super. Also im Moment wäre keine schlechte Sache, 200 Milliarden ist halt Dollar, aber immerhin, also mit dem könnte man noch ein, zwei Mal in die Ferien fahren. Also es wird sich wirklich lohnen, das zu knacken. Also gute Verschlüsselung, richtig implementiert, ist nicht knackbar. Definitiv nicht, sonst hätte man es garantiert schon lange gemacht. Zum letzten, Zukunft können wir berechnen, das können wir nicht. Das kann niemand wissen, was Sie in 5 Minuten machen, ob Sie sagen, der Vortrag ist nicht für mich, ich gehe jetzt, oder ob Sie weiter zuhören wollen. Niemand kann das machen. Aber was man kann Sie kontrollieren. Man kann Ihnen zum Voraus sagen, wenn Sie jetzt den Raum verlassen, kriegen Sie ein Problem. Dann werden Sie den Raum nicht verlassen. Das ist die Wahrheit. Aus meiner Sicht ist, wir haben jetzt viel von Überwachen geredet, Überwachung ist passé. Das ist vorbei. Das ist schon ziemlich lange vorbei. Die Daten sind da. Jetzt werden sie nur kontrolliert. Das ist natürlich nur zu ihrem Besten. Das müssen Sie ganz genau wissen. Das ist nur zu ihrem Besten die ganze Kontrolle. Ist wenigstens die Meinung, wie die das gemacht haben. Andere Wahrheiten sind das sogenannte Full Spectrum Dominance, Überlegenheit auf allen Ebenen. Das ist etwas, was die Amerikaner immer gerne wieder sagen. Inzwischen hat das zwar, ist es auch schon etwas überholt, weil man merkt langsam, die Amerikaner werden wahrscheinlich die Erde nicht dominieren können. Das haben sie jetzt schmerzlich doch langsam begreifen müssen, dass es nicht ganz klappt. Trotzdem versuchen sie natürlich weiterhin. Die werden nicht aufgeben. Und andere Ausbrüche sind dann Cyberspace, Cyberwar, Network-Centric Warfare. Also das heißt, das Internet ist zum Schlachtfeld geworden. Das ist nicht ein sogenanntes soziales Netzwerk, wo Sie sich austauschen können, sondern es ist immer das A vor dran. A wie Armee oder A wie asoziales Netzwerk. Das heißt, die Dinge sind so aufgebaut, dass sie am Schluss aufeinander losgehen. Nicht, dass sie miteinander was tun, sondern dass sie gegeneinander was tun. Wie eben Vital gesagt hat, der liebe Mann hat dann uns noch weiter gesagt, dass Facebook, ja, wir haben gefragt, ja, wie ist das, ihr könnt ja gut ermitteln jetzt mit Facebook. Ihr seht dann, welche Leute da tatsächlich zu ISIS gehen und sich da rekrutieren lassen. Hat er gesagt, ja, toll, nur die anderen auch. Was heißt die anderen auch? Ja gut, wie werden die dann angeworben? Ja, die sehen halt, okay. Zwischen 18 und 25 Jahre alt, männlich, da geht es einfach besser als bei Frauen, die sind irgendwie dann intelligenter. Die Männer in diesem Alter sind dann, fehlt es etwas an Intelligenz. Und das sehen die haben irgendein Problem, die haben vielleicht ein familiäres Problem. Die sind vielleicht auch sonst noch etwas extremistisch, das sind genau ideal, die werden wir anwerben. Und glauben Sie mir, es hat mehr Leute, die nicht im Geheimdienst arbeiten.
das sind gar nicht so viele, als die, die eben diese Leute dann anwerben. Und das ist das größte Problem, was sie haben. Das zweite ist auch, weil es wird immer wieder erklärt, wie wird dann diese Daten, wie wird das Ganze dann ausgewertet, was ist wichtig. Es sind die sogenannten Metadaten, sind wichtig, also nicht die Daten, die sie definitiv im E-Mail schreiben, sondern wer mit wem überhaupt mal kommuniziert. Welche Webseiten sie besuchen. Und wir haben jetzt ein tolles, neues BÜPF, wo das ja jetzt allen unseren Providern vorschreibt, dass sie jeden Klick, den sie machen auf dem Internet, die nächsten 6 Monate oder 36.000 Jahre speichern. Weil es gibt da keinen Artikel, der irgendwas dann macht, wenn sie es vergessen zu löschen. Es gibt nur einen, der Minimum heißt, nicht der Maximum heißt. Es ist ein Informationskrieg, um uns kontrollieren zu können. Und ich denke, das funktioniert noch recht gut. Kontrolle ist immer das, vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, was ist Kontrolle überhaupt? Kontrolle funktioniert eigentlich nur, wenn Sie nicht merken, dass Sie kontrolliert werden. Wenn Sie das merken, dann ist keine Kontrolle mehr. Hier ist ein schönes Bild. Das F, das kennen alle. Und es ist ungefähr das, also trampen Sie da nicht rein, es könnte schief laufen. Wir empfehlen, trampen Sie hier rein. Kaufen Sie sich so eine rote, komische Box. Das ist die Idee da, was wir da gemacht haben, ist, es gibt auch so rote Boxen da bei den Flugzeugen. Erste-Hilfe-Koffer, damit Sie da nicht im Internet verloren gehen. Und das, gleich das kleine Einführung, was macht das Ding überhaupt? Du hast das gut aus, hat mir natürlich gut gefallen, so als Sauerbox hingestellt, ja, das stimmt ja eigentlich. Enigma heißt Rätselbox. Man kann es eben auch natürlich auch wieder als Kriegsinstrument anschauen und sagen, das haben die Nazis doch schon mal gehabt, das war die Enigma-Maschine. Und da gibt es auch eine ganz interessante Anekdote dazu, dass es das Problem war ja, dass man die ja dann mal geknackt hat, aber das war auch mechanisch, das war tatsächlich möglich, die zu knacken. Aber sie haben die geknackt, aber sie durften das niemandem sagen. Weil bei der Verschlüsselung, das hat eine Nase, wenn man das merkt, dass das nicht mehr sicher ist, dann macht man einfach eine andere. Und dann sind dann alle Vorarbeiten vorher, sind dann für die Katz, das heißt, man fängt dann wieder von vorne an. Und da konnten sie niemandem sagen, dass sie das tatsächlich die Funksprüche abhören konnten und auch nicht wirklich ausnützen, sonst hätten das natürlich das Dritte Reich dann gemerkt, dass sie da abgehört werden. Jetzt, wie können wir, haben jetzt viel darüber gesprochen, was ist alles, was ist schlecht, was ist nicht gut, wir können ja gar nichts machen. Doch, sie können was machen, also sie können ja definitiv da den Fuß da nicht reinstecken, das funktioniert. Sie sind ja nicht die Jäger, wo die Fallen stellen, das sind die da drüben. Also sie können ja komplett da die Finger weglassen. Dann ist es so, alle diese Services, die auf dem Internet existieren, also die zentral sind, also Twitter, Facebook, Google und so weiter, die haben eben einen magischen Anziehungskraft für die Institutionen, die NSA, CIA und Konsorte heißen. Das heißt, die lassen die etwas größer werden. Die haben dann viele Mitarbeiter. Facebook. Einfach nicht den Fuß reinstecken da. Diese magischen großen Serverfarmen, die werden sehr gerne dann auch übernommen von diesen Instituten. Es ist auch so, dass die sogar sagen, ja, wir würden gerne so etwas bauen, könnt ihr da bei uns etwas helfen? Weil so kriegen sie die Daten ziemlich billig dahin. Und wir wissen auch nicht ganz genau, wer dann die eben kauft. Hat man jetzt bei den Wahlen bei Trump gesehen, ist legitim, finde ich. Ich sehe jetzt das Problem nicht, das ist ja ganz klar, dass wenn Sie ja mit dem Nachbar sich unterhalten wollen, dann wollen Sie ja vorher in etwa wissen, was für ein Typ er überhaupt ist. Und Sie wollen nicht ins Fettnäpfchen treten und sagen, schau mal, GC ist gut.
dann ist er leider nicht GC-Fan. Also das ist nicht anders gewesen. Man hat eben dann die Daten gemacht, ausgewertet und geschaut, der würde am ersten Trump wählen, da gehen wir hin, der sowieso nicht, dann lassen wir sein und wir müssen einfach 51% haben gewonnen. In den USA muss man auch etwas weniger noch haben, wenn man nach die richtigen Länder nimmt. Und das war's. Das ist reine rechnerisch okay. Nur die Frage ist, wollen wir diese Welt haben? Das könnt ihr verhindern, indem man eben diese Daten nicht mehr gibt. Dann gibt es auch keine Auswertung. Dann hat sich's erledigt. Wir mit unserem Böckschen haben nichts anderes gemacht, als gesagt, wir wollen kein zentrales Netz machen, wir wollen ein Netz machen, das dezentralisiert ist. Dezentralisiert heißt, jede Box ist quasi das eigene Internet. Also wir haben nicht Server im Netz stehen, die zum Beispiel Mails empfangen und versenden, sondern das macht die Box selbst. Wir haben keinen Telefonserver, der Telefonserver ist auf der Box. Das heißt, sie telefonieren mit der Box und die Box telefoniert mit einer anderen Box. Da kann nichts abgehört werden. Wir schauen auch nicht, wir wissen auch, dass die Metadaten, eben dass die ausgewertet werden, darum haben wir gesagt, wir machen etwas, das gar keine Metadaten anfällt. Und das geht ganz einfach, wir verschlüsseln vorher. Das heißt, wir verschlüsseln nicht, wenn sie telefonieren, wir verschlüsseln nicht, wenn sie surfen, sondern wir verschlüsseln den ganzen Datenstrom, bevor er überhaupt auf das Internet geht. Dann sieht man nicht, was drin steckt. Kann man halten, wie man möchte natürlich. Also die Idee dahinter steckt, dass man einfach mal auf das Internet gehen kann, ohne dass eben eine Swisscom oder eine Cablecom, die das ja machen muss, mitbekommt, was sie tun auf dem Netz. Das heißt, sie können ja alle das gleiche Netz brauchen. Sie haben vielleicht ein internes Netzwerk und sie können das miteinander brauchen. Ist dann klar. Wenn Sie sagen, ich möchte gern über Russland surfen, weil ich will mal sehen, was die Russen sehen, dann müssen alle anderen dann auch über Russland surfen, während ihre Zeit, wo Sie das machen. Wir haben nicht mehrfach Verbindung, einfach eine dann. Die ist. Wenn man jeder natürlich eine einzelne Auswahl haben möchte, dann brauchen wir das einzeln machen. Also, so wie auch beim Telefon früher hat man ein Telefon für die ganze Familie, heute hat jeder eins. Das ist bei der Box dasselbe, jeder kann eine einzelne haben oder man kann es miteinander nutzen. Vielleicht noch zur Ergänzung, die Box ist natürlich genügend stark, um mindestens 20, 30 Telefone anzuhängen, also von der Leistung her. Und wir sind daran, unsere Leistungen noch für 10-fachen oder 30-fachen, wie viel? Die neue Kapazität wird noch größer. Ja, die wird, genau, also das also Kapazitätslimitierten haben sie nicht, sie können 3 HD-Filme gleichzeitig runterladen und man merkt nichts. Also das ist wirklich praktisch Echtzeit. Ja? Kann man dann das Handy mit dem E-Mail und den Sachen auch darüber leiten? Grundsätzlich kann man das. Also man hat ja vielleicht ein WLAN intern gemacht. Wichtig ist, man kann nicht das WLAN vom Router brauchen, der das Swisscom abhört, sondern man kauft sich ein kleines Gerät, steckt das hinter der Box an, hat man eigenes WLAN und kann dort wieder das eigene Netz betreiben. Es ist sowieso an sich überhaupt unsinnig, dass man diese Netze immer über Provider betreiben lässt. Auch bei einem Haus, meine heute gibt neues, glaube ich, Sunrise, nein, nicht Sold, bietet an 10 GB. Für knapp 50 Franken. Also das genügt ungefähr für ganz Ilgau. Würde ein Anschluss genügen. Man muss eben die ganze Geschichte anschauen, wie wir sind so datenhungrig geworden. Das ist absolut absurd, was natürlich da angeboten wird und das wir wirklich benutzen können. Ja, darum haben wir nichts drauf. Darum sagen wir, das müsst ihr selbst beschaffen. Wir selbst sagen, WLAN gehört nicht unbedingt in einen Wohnraum. Wenn man es benutzt, wenn man es braucht, dann wieder abstellt, okay, aber das 24 Stunden da, vor allem noch in der Nacht laufen, das ist völliger Unsinn. Ich denke, diese Box, man kann über
das kann man einstellen. Da kann man sagen, ich will in der Schweiz bleiben, ich kann auf Schweden wechseln. Man kann das sogar während dem Telefonieren machen, während dem Surfen machen. Das switcht dann in den nächsten Server. Willkommen, das ist der zweite Teil. Wir haben jetzt schon etwas, darum ist es schon gut, dass wir die Einleitung gehabt haben mit den Fragen. Es geht die Richtung. Also wir können mit dieser Box sicher surfen, telefonieren, E-Mail-Kommunikation und was wir schon etwas angefangen haben. Wir haben da eine Werbekampagne mal gemacht. Leider hat es etwas geregnet und so ohne Dach war es dann doch etwas nass, aber es war trotzdem spaßig. So, also ich habe es mal gesagt, wir sind schon mal in der Rundschau gekommen. Man sieht dort die Enigma-Box, das ist ein Printscreen vom Fernsehen. Aber berichten wollte sie natürlich nie darüber. Diese Folien sind nicht ganz neu. Man sieht es 2013, das Projekt ist auch nicht ganz neu, wir sind schon länger dran. Also sie kaufen da keine Beta-Software, sondern wir sind da wirklich schon voll dran. Hier, dass viele Sachen da war, das Diskussion über, neue Gesetz. Wir haben über den Nachrichtendienst, natürlich über das BÜPF, oder? Und das war auch das NDB, ist so, der Nachrichtendienst der Schweiz, der kann jetzt bei Ihnen natürlich Trojaner auf dem Computer spielen. Also, wenn es kann, kann es eben nicht unbedingt, wenn er gar nicht weiß, wo Ihr Computer steht. Das ist bei uns im Fall nämlich so. Und natürlich Ihr Computer versuchen abzuhören. Aber auch da muss er irgendwo drauf kommen. Und darum ist es wichtig, dass man da gute Firewalls haben. Wir haben gleich zwei hintereinander. Hier sieht man, wie heute gesurft wird. Darum die zweite Box, das ist die neben das silberige Ding. Kannst du es mal in die Höhe halten, gerne. Mit dem roten Stern drauf. Brav da. Die Wahrheit. Das heißt, man sieht da nichts anderes, als man hier auch sieht, dass die meisten Kommunikation eben da landen. Das heißt, über den großen Teich. Keine Ahnung wieso, weil sie surfen, die meisten Webseiten sind ja gar nicht dort. Das heißt, es wird immer alles in den Amerikanern gemeldet, was sie tun. Vielleicht müsste man das noch ergänzen. Sie müssen wissen, wenn Sie zum Beispiel den Blick auf, Sie gehen jetzt auf blick.ch. Was passiert? Das kannst du vielleicht erklären. Da als erstes geht sofort eine Verbindung nach entweder New York oder Washington und so weiter. Das sind ganz viele Verbindungen, die sofort aufgehen, die mit Ihrem eigentlichen Aufruf nichts zu tun haben. Sie wollen einfach den Blick lesen oder nicht denen mitteilen, dass sie den Blick lesen wollen. Aber so wird natürlich gemessen, ob das Ganze funktioniert. So, dann haben wir, wie funktioniert dann das sichere Server, wo wir etwas, wenn ich schon was gesagt haben. Ihr Rechner, dann haben Sie Ihr Firewall oder Router, je nachdem ist es halt nur ein Router, nein, nicht wirklich Firewall. Dann haben Sie Internet Service Provider, ISP nennt sich das, eben Swisscom, Cablecom und so weiter, also da wo die Rechnung herkommt, jeden Monat. Und dann sind dann die Server, die Sie anpeilen. Und da drauf ist dann die NSA und wer auch immer eben dafür bezahlt. Man hat das jetzt gesehen, Facebook hat das offiziell verkauft. Natürlich auch diese anderen Firmen werden die Daten verkaufen wollen, wenn sie welche haben. Und die Daten sind rot, immer Klartext. Das heißt, man kann das Ganze anschauen. Natürlich, es gibt Verbindungen wie HTTPS, die sind ja verschlüsselt, die Verbindung ja. Aber nicht, dass sie irgendwas besuchen. Das natürlich nicht. Und man kann sie auch relativ einfach aufbrechen. Das ist nicht so schwierig. Was machen wir mit der Enigma-Box? Wir machen dann so ein Ding, das oben so aussieht. Wenn es noch interessant ist, haben wir noch schwarze Balken darüber gelegt. Also man sieht nichts mehr. Man sieht wirklich nur noch irgendwo sogenannte UDP-Pakete. Das heißt, es ist nicht mehr eine Verbindung, die tatsächlich initiiert wird oder abgebrochen wird, sondern sie wird einfach Daten gesendet. Dann nochmal, was passiert, wenn man die Enigma-Box im Netz hat, der Rechner, dann kommt die Enigma-Box, das heißt, hier wird verschlüsselt, das geht dann durch die Firewall durch. Also Ihre Firewall ist dann keine Firewall mehr, die macht nichts mehr. Darum ist es umso wichtiger, dass unsere dann funktioniert, weil Ihre ist dann außer Betrieb. Und ISP Swisscom, die sehen dann diesen verschlüsselten Datenstrom, mehr sehen die nicht.
Dann hatte sie den sogenannten Exit-Server, das ist dort, wo sie dann ins Internet gehen. Das sind wieder unsere Server, das sind nicht irgendwelche, sondern die betreiben wir mit unserer Software drauf. Und nachher geht es zum Web-Surfen. Da ist das kleine Stück ist dann wieder rot, das ist klar. Wenn es außerhalb ist, das ist quasi, wir sagen dem, in das alte Internet, also in das jetzige Internet gehen, ist ein Teil natürlich immer unverschlüsselt bis zum letzten Punkt. Nur diese Webserverbetreiber, die sehen dann nur unseren Exit-Server, die sehen aber nicht, wer das ist. Es kommt dann immer die gleiche Adresse raus. Hunderte surfen dann mit der gleichen IP-Adresse und die können nicht zuordnen, dass sie diese Person sind, die sie jetzt diese Dienste in Anspruch nehmen. Wichtig ist auch, der Inhalt sehen sie nicht und eben auch die Metadaten werden nicht gesehen. Also die Swisscom kann nicht sehen, welche Server sie dann anschauen. Also ob sie Blickleser sind oder nicht Blickleser sind, das weiß Swisscom nicht. Sie macht sich total verdächtig. Also ich weiß auch nicht, wieso sie heute gekommen sind, weil das ist ja hochverdächtig, solche Veranstaltungen. Und glauben Sie mir, Leben ist gefährlich. Wir sterben alle am Schluss. Hier ist zur Frage, die gestellt worden ist. Das freut uns natürlich, wenn jeder eine eigene hat, aber man kann die natürlich auch sharen. Also in verschiedene Boxen, ihre Computer, dann hat natürlich jeder sein eigenes Telefon, seine eigene Cloud, seine eigene, was auch immer er da mit der Box machen will. Sie können auch sonst natürlich was tun, auch wenn Sie die Box nicht haben. Es gibt andere Webbrowser, zum Beispiel der Firefox. Da kann man quasi die History nicht erstellen lassen. Man kann die Cookies auch löschen, das heißt, die gehen dann sowieso weg, wenn man wieder zumachen und so weiter. Und benutzen Sie doch einfach mal eine alternative Suchmaschine, DDD, DuckDuckGo. Liefert meist die besseren Resultate als Google. Wir haben noch mehr gemacht, so zum Beispiel, lästig ist ja auch immer die Werbung, die man hat. Wir haben so einen Proxy noch drauf, kann man aktivieren, dann hat man auch keine Werbung mehr. Dann kommt gar nichts mehr. Sonst kommt man irgendeine Werbung, dann natürlich, die dann auf das Land angepasst ist. Das heißt, wenn Sie über Ungarn selber kriegen Sie dann ungarische Werbung. Ist noch ganz lustig, das zu lesen. Oder auch russische und so weiter. Wir haben noch inzwischen ein paar Länder mehr. Wir haben ein interessantes Land, das ist auch United States of America. Mal zu schauen, was die Amerikaner so sehen. Und wie sie mit Werbung bombardiert werden. Dann, übrigens, wenn Sie Facebook weiterhin über die Box betreiben, das können Sie natürlich tun, macht dann nicht wahnsinnig viel Sinn für Facebook, aber Facebook wird dann Sie ziemlich schnell darauf aufmerksam machen, da ist ein verdächtiger Kontozugriff. Das heißt, Sie sind jetzt von einem anderen Land hingegangen. Das heißt, Facebook weiß auch, wenn Sie in den Ferien sind, auf Facebook zugreifen, dass Sie in den Ferien sind. Also wundern Sie nicht, wenn Sie dann immer zufällig die richtigen Werbung bekommen, wohin Sie jetzt das nächste Mal in die Ferien gehen können. Die sind wahrscheinlich nicht die besten Angebote, aber sicher die teuersten. Weil die Werbung ist nicht ganz billig auf Facebook. Und vergessen Sie Skype. Skype war mal dezentral, als es gegründet wurde. Microsoft hat es gekauft und zentralisiert. Kein Mensch weiß wieso, es ist nur schlechter geworden. Gut, Microsoft weiß es, sie haben jetzt die Daten. Dann, wie funktioniert heute Telefonieren zum Beispiel? Ihr Telefon, vielleicht haben wir ein etwas neueres Modell, aber grundsätzlich funktionieren sie immer noch gleich. Die Telefonzentrale, die ist die Swisscom oder sonst irgendeine, die Sie haben. Die telefoniert dann mit der anderen Telefonzentrale, zum Beispiel T-Com, und dann läutet dann das Telefon auf der anderen Seite. Das ist ja alte Kabis, Uralt-Technologie von jenseits aller Domini, Riesenserver, die da stehen, braucht man überhaupt nicht. Aber hat einen riesen Vorteil, kann es perfekt überwachen. Das heißt, jeder Anruf, den Sie tätigen, jeden, den Sie nicht mal entgegennehmen, weiß natürlich, die Swisscom, muss sie auch speichern, 6 Monate. Natürlich kombiniert mit den Surfdaten, die Sie noch haben, kombiniert mit jenen und so weiter, gibt es doch einen recht interessanten und teuren Datensatz. Ab und zu, dieser Mann ist sehr interessant, der ist der unser Netzwerk entwickelt hat.
er telefoniert auch jetzt mit der Enigma-Box. Die CT hat tatsächlich einen Bericht mal gemacht, Feldtelefon für das Internet. Das ist tatsächlich ein Feldtelefon, das heißt, wir können quasi ohne Internet telefonieren. Das heißt, man kann zwei Boxen zusammenstecken, physikalisch verbinden mit einer Leitung und dann können die miteinander reden. Man kann telefonieren, mailen und so weiter. Wir brauchen das Internet nur als lange Leitung. Weil es ist etwas mühsam, wenn Sie in Australien da einstecken müssen und hier raus brauchen, einen langen Arm. Beim Nachbarn wird es ja gehen. Wie funktioniert das bei uns? Telefon bleibt gleich. Inzwischen können wir tatsächlich auch solche Telefone anschließen. Die Enigma-Box ist auch eine Telefonzentrale. Dann sind diese Server, die im Netz sind, das sind einfach Relaisstationen, damit die Daten weitergehen. Also wie früher die Telefonmasten quasi. Und auf der anderen Seite ist wieder eine Box und das Telefon und man sieht nichts. Das heißt, man sieht nicht mal, dass sie telefonieren, weil der Datenstrom, der ist immer dasselbe, ob sie surfen, telefonieren, was immer sie tun, man sieht nicht, was drin ist. Es gibt so ein Adressbuch drauf, es gibt inzwischen noch ein zweites Adressbuch. Das eine ist ein persönliches Adressbuch, das heißt, Sie können dann Ihre Freunde eintragen, von dem wissen wir gar nichts. Wir wissen nicht, wer mit wem überhaupt connect ist. Es gibt aber noch ein öffentliches Telefonbuch, da bist du zum Beispiel eingetragen, Bürger für Bürger. Da kann man dann darauf schauen, okay, das ist den kann ich direkt anrufen. Dann hier dasselbe bei E-Mail, muss ich nicht weiter erklären, da gibt es die dicken E-Mail-Server, die ab und zu mal abstürzen, können wir uns auch schenken. Es gibt natürlich auch bessere Kommunikation inzwischen, da sieht man, Frau Merkel findet das ganz gut, das ist wirklich eine ganz tolle Sache, die T-Com da mal gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es das Ganze noch gibt, das DE-Mail. Der Chaos Computer Club hat es mal untersucht und hat dann eine Quizfrage gestellt, ich stelle sie gerne auch an Sie. Wo ist dann eine unverschlüsselte E-Mail? Das heißt, eine E-Mail, die man wieder lesen könnte. Ist es A beim Absender, B bei der Telekom, C bei web.de oder D beim Empfänger? Also überall da sind dann die Dinge gar nicht verschlüsselt. Frau Merkel weiß es wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Sind überall nicht verschlüsselt. Das war dann etwas peinlich. Aber so ist es, wenn der Staat versucht, sich selbst quasi einzuschränken, dass er nicht mehr spionieren kann, das will nie gehen. Sie können auch bei der Armee nicht darauf hoffen, dass sie jemals Frieden stiften. Geht nicht. Es gibt keine Kriege für den Frieden. Es gibt Kriege für Krieg. Was machen wir hier? Sie sehen nichts, also die ganze E-Mail-Kommunikation wird komplett verschlüsselt. Das heißt, Sie haben nie, wie beim Telefonieren, irgendwelche Daten, die irgendwer lesen kann. Auch wir nicht vom Verein aus. Weil diese Schlüssel, die es braucht, um zu verschlüsseln, die werden alle paar Minuten gewechselt und nachher wieder gelöscht. Es ist auch nachträglich nicht möglich, mit vorhandenen Schlüsseln die Kommunikation zu entschlüsseln. Die ist einmal durch und dann ist es weg. Das haben wir so implementiert, man kann quasi per Webmail, das Webmail ist dann auf der Box, also nicht auf dem Internet, sondern auf der Box. Alles, was Sie bedienen, ist auch auf der Box, also nicht auf dem Internet. Weil Sie brauchen das Internet ja gar nicht. Sie brauchen es nur als Kommunikationsweg. Dann, was können wir noch weiter machen? Das ist die Server und so weiter. Also das Ganze ist nicht so gebunden, dass man nur eine Verbindung hat, sondern das sogenannte Mesh-Netz. Das heißt, die Daten nehmen auch verschiedene Wege im Netz drin. Das heißt auch, wenn die NSA was haben möchte, dann müssen sie alles speichern, komplett, und dann versuchen, das zu entschlüsseln. Und da alle paar Minuten ein Schlüssel wechselt, bin ich mir fast sicher, dass sie gar nicht anfangen, weil es ist einfach viel zu aufwendig. Sie gehen dahin, und da ist die Frage, bin ich verdächtig? Ja, Sie sind tatsächlich verdächtig, wenn Sie eben nicht verschlüsseln.
Weil dann sieht man, was sie tun. Wenn sie nichts mehr sehen, was wollen sie das? Und vergessen sie nicht, das sind ja alles Beamte. Und nichts gegen Beamte, aber das sind nicht die Leute, die wirklich Feuer unter dem Hintern haben, sondern die machen das, was einfacher geht zuerst. Das heißt, sie werden alle diese Daten analysieren und gegen diese Bürger vorgehen, die sie lesen können, nicht die, die sie nicht lesen können. Das ist viel zu aufwendig. Das CGDNS, das kommt vom Caleb James DeLisle Network Suite. Diese Version werden wir im Verlauf des Jahres dann ablösen. Wie du hast gesagt, mit einem Nachfolgeprodukt, das noch etwas schneller ist. Das ist auch wieder ein Tüftler, der das gemacht hat. Faktor 10, 20, vielleicht 100 Mal schneller als jetzt. Also da kann man niemals sagen, es wäre zu langsam. Es ist auch so, dass wir ja jetzt auch an der Schwelle stehen, wo das sogenannte Netzneutralität langsam an Boden verliert. Man diskutiert da nicht mehr. Das heißt, dass alle Daten gleich schnell transportiert werden müssen. Das heißt, das wird langsam aufgelöst. Das heißt, sie werden dann Webserver, die eben nicht diesen Inhalt wiedergeben, die sie gerne möchten, etwas weniger schnell erreichen können. Aber das geht natürlich nur dann, wenn der Provider auch sieht, was sie tun. Wenn er es nicht mehr sieht, dann muss er alles gleich schnell oder gleich langsam machen. Wenn es gleich langsam ist, dann wechseln den Provider. Sagen, na, das bringt nicht so viel, wie er gesagt hat, auf dem Vertrag, wechsle ich. Aber wenn es natürlich nur bestimmte Server sind, dann geht es eben nicht. Und das ist an sich auch ein Grund, warum man natürlich in diese Richtung wechseln kann. Das wäre es von meiner Seite her. Gibt es noch Fragen bezüglich? Zuerst, Moment. Ja, pardon. Also, sind schon zu spät. Nein, ja. Also, Entschuldigung. Ich möchte natürlich auch Herrn Vogel ganz herzlich danken. Ich glaube, er hat einen großen Applaus verdient für das, was er uns vorgestellt hat. Gut.